Freiburg, eine bunte, vielfältige Stadt mit Bürgern und Bürgerinnen aus aller Welt. Durchgängige Sprachbildung. Ich kann Italienisch, Marokkanisch, Deutsch und Französisch. Auf Russisch. Arabisch. Italienisch, Türkisch, Deutsch, Sizilianisch. Die Stadt hat sich ein zentrales Ziel gesetzt. Jedes Kind soll die gleichen Bildungschancen haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter und Gesundheit. Der Film erklärt, wie dieses Ziel mit dem Bildungsprogramm Durchgängige Sprachbildung umgesetzt wird. 2010 wurde anhand der Bildungsberichterstattung deutlich, dass hier etwas getan werden muss. Und wir wissen von den Untersuchungen aus dem Kindertagesstättenbereich, dass wir etwa bei 25% der Kinder einen umfangreichen Sprachförderbedarf haben. Dieses Fenster, wo die Kinder am aufnahmefähigsten sind, ist wirklich 0 bis 4. Und deswegen konzentrieren wir uns auch immer mehr auf den Krippen- und den Kita-Bereich, dass wir dort ermöglichen, dass die Sprachkompetenz richtig umfänglich gefördert wird. Ich kann nicht mehr. Also unsere Gesellschaft ist bunter geworden, das heißt nicht nur mehr Nationalitäten verschieden. Hintergründe, aber wir haben auch noch ein zweites Thema, was sicherlich eine Rolle spielt, das sind die Medien, ja, die auch oft schon im Kindergartenalter Einzug halten. Die Kinder erleben wie in ihren Familien mehr vor Laptops und anderen technischen Geräten gesessen werden. Das führt natürlich auch dazu, dass sich Kommunikation auch in den Familien verändert hat. Wenn wir nicht sprechen mit unseren Kindern und nicht zuhören, und ich finde das Zuhören fast noch mindestens genauso wichtig wie das Sprechen, dann geht Sprache verloren. Und dann wird die Sprache reduziert, das nennt sich der restringierte Sprachcode, auf Geh und Hol. Ich gehe Aldi, bring eine Pizza mit. Also ganz viel in Befehlsformen wird dann gesprochen und da geht es nicht drüber raus. Die große Wörterfabrik arbeitet Tag und Nacht. Die Wörter, die aus der Maschine herauskommen, sind ebenso unterschiedlich wie die Sprachen. Alle Sprachen gibt es hier. Soyadisch, Kurdisch, Englisch. Englisch. Wir haben gelernt, dass wir deutlich stärker mit den Kindern schon früh den Dialog führen müssen. In der Interaktion mit Kindern ganz, ganz früh in den Kindertagesstätten, in den Schulen. Dadurch werden Kinder angeregt, sich Gedanken zu machen. Dadurch werden sie angeregt, sich auszudrücken und nicht nur auf Hinweise zu reagieren, sondern im Sprachgebrauch zu agieren. Wir sind Deutsch und Türke. Mein Papa ist Muslime, meine Mutter ist Deutsch. Ich bin Deutsch, aber ich kann Türkisch. Mein Papa hat mir Türkisch beigebracht. Mein Geheimnis ist, obwohl ich lerne und gut spreche auf Deutsch, das ist mein Geheimnis. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag hier in der Kita? Ja, hier mache ich Zeug, ganz schlimm Zeug mit runterfallen. Du machst schlimmes Zeug mit runterfallen? Ja. Ich kann Sachen schweben lassen, ich kann dir einen Schub verpassen, ich kann in die Zukunft reisen, ich kann ganz laut und leise, ich kann mein Deutsch verbessern, ich kann sehr gut Pizza essen, ich kann keine Eisen schreiben, ich kann hier für immer bleiben. Durchgängige Sprachbildung. Sprache ist der Schlüssel zur Welt.
ein Wort, das ich nicht kenne, ist ein Gedanke, den ich nicht denken kann. Das heißt, Kinder erschließen sich über Sprache auch ihre Welt. Und wenn sie einen geringen Sprachschatz, einen geringen Wortschatz haben, sind sie natürlich von vielen Themen auch abgeschnitten. Bei der Sprachbildung, warum wir jetzt auch als Stiftungsverbund mitmachen, das ist einfach eine Chancengerechtigkeit. Dass wir ermöglichen wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Startvoraussetzungen haben. Deshalb muss man so früh anfangen einfach mit der Sprachbildung, dass sie nicht abgehängt werden. Also deshalb fangen wir schon im Kita-Bereich an und dann in der Grundschule. Weil wenn ich in der Grundschule erst anfange, ist es meistens schon zu spät. Und dann schaffe ich vielleicht auch nicht eine weiterführende Schule, irgendwie eine Realschule, Gymnasium, weil ich sozusagen schon abgehängt bin, wenn ich in der ersten Klasse bin und nicht richtig Deutsch kann. Ich kann Zunge baden. Ja, also wir als Stadt wollen dazu beitragen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger in allen Bildungskontexten erfolgreich sind. Und wir haben das auch definiert in verschiedenen Zielen und deutlich gemacht, ja, wir wollen alle Schülerinnen und Schüler erreichen, wir wollen alle mitnehmen, es darf keiner verloren geben. Das ist so ein typisches Schlagwort, aber wir meinen das wirklich ernst. Eine sehr überzeugende Ebene für die Kommune hier auch zu agieren ist, dass Sprache, Sprachverstehen und damit auch die Auseinandersetzung über Schrift eine Notwendigkeit ist, damit Demokratien funktionieren. Wenn ich in einem Land lebe und hier mitbestimmen möchte, wer an der Regierung ist, muss ich mich informieren können, muss ich Wahlzettel lesen können, muss ich wissen, wie Demokratie funktioniert. Und das heißt, sprachliches Wissen ist hier auch unmittelbar gekoppelt an so etwas wie unser gesellschaftliches Verständnis. Je besser ich die Sprache verstehe und kommunizieren kann, desto eher kann ich auch Verantwortung übernehmen. Durchgängige Sprachbildung. Bereits 2013 hat die Stadt Gremien geschaffen, die Leitziele entwickeln und die Umsetzung vorantreiben. Das war unsere Prämisse bei der durchgängigen Sprachbildung. Es geht alle an. Und das ist das, was wir alle, die wir hier immer an vorderster Front durchgängige Sprachbildung in den Mund nehmen, schon seit jeher predigen. Alle Personen, die mit Kindern professionell interagieren, müssen eine Sprachaufmerksamkeit an diesem Punkt haben und im Idealfall wissen, wie sie sprachbildnerisch mit Kindern umgehen. Und das betrifft dann eben alle. Und hier sollte man adressatengerecht reagieren können, sodass man eben gesellschaftliche Teilhabe hat. Das ist die Grundidee, warum wir überhaupt Sprachbildung anlegen. Um alle Bildungsakteure zusammenzubringen und zu begleiten, wurde die Stabstelle Freiburger Bildungsmanagement aufgebaut. Was wir da jetzt eben auch dabei sind, zu schauen, wie können wir das umsetzen, sukzessive. Und die Institutionen mit dem abzuholen, was sie selber schon machen und was sie schon gut machen. Und ihnen nicht sagen, ihr könnt es nicht, im Gegenteil, sondern wir wollen genau das für alle nutzbar machen, was ihr vor Ort habt. Die Vision ist, alle Lernenden sollen mitgenommen werden, von 0 bis 99 Jahre. Um sie zu erreichen, richtet sich das Bildungsmanagement an pädagogische Fachkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, an die Leitungen der Kindertagesstätten und Schulen und an die Spitzen von Verwaltung und extrakommunalen Bildungsinstitutionen. Wie wird die durchgängige Sprachbildung umgesetzt? Die Teams der Kitas werden durch eine zusätzliche Sprachfachkraft ergänzt. Sie unterstützt ihr Kollegium bei dem Thema Sprache und macht auch selbst Angebote für die Kinder. Zukünftig wird dieses Angebot auf die Freiburger Grundschulen ausgeweitet. Für die Leitungs- und Fachkräfte der Einrichtungen werden institutionsübergreifende Fortbildungen angeboten. Zweck der gemeinsamen Maßnahme ist neben der fachlichen Weiterbildung, dass sich alle im Stadtviertel besser kennenlernen und miteinander abstimmen. Zentraler Baustein sind die sogenannten Modellverbünde. Im Sozialraum kooperieren alle Einrichtungen, die sich um Kinder kümmern, wie Kitas, Grundschulen, Tagespflege, aber auch Kinderärzte, Erziehungsberatungsstellen, Schulkindbetreuung und viele andere mehr.
An Kitas und Grundschulen werden Angebote gefördert wie das Rucksack-Programm, bei dem die Mehrsprachigkeit als wichtige Ressource angesehen wird. Die Sprachentwicklung der Kinder wird unter Einbeziehung der Eltern gefördert. Das finde ich ganz toll, dass Eltern mit einbezogen sind, dass die Muttersprache genauso geschult oder angewendet wird wie die deutsche Sprache. Gut, und dann diese ganzen Nebeneffekte, ne? Dass Eltern einfach viel besser beteiligt sind am Bildungsweg ihrer Kinder und nicht nur auf die sprachliche Bildung bezogen. Das Programm Erzählen, Zuhören, Weitererzählen dient der Erweiterung der Sprach- und Erzählkompetenz. Professionelle Erzählerinnen erzählen Kindern an Grundschulen einmal wöchentlich Märchen. Die Kinder erzählen die Märchen danach, bevor sie einer neuen Geschichte lauschen. Auch Kita-Kinder sind an manchen Grundschulen eingeladen. Für mich der wertvollste Moment ist es, ein Kind aus der Sprachlosigkeit zu holen. Aus den Einwortsätzen, aus der Sprachlosigkeit, aus der Schüchternheit, aus dem Leisesein, aus dem Druckgefühl, das oft kleine Kinder schon haben, wenn man sagt, und an was erinnerst du dich? Und sie denken, oh, jetzt muss ich was sagen und wollen dann nicht. Das sind die wertvollsten Momente. Mit gebrochenem Deutsch, radebrechend, übersprudelnd, dann was erzählen. Da geht einem wirklich das Herz auf. Essen, dann kann ich alles essen. Unter dem Motto Bibliotheken der Kulturen hat die Stadt jede Grundschule mit einer Bibliothek ausgestattet, in denen viele Bücher in unterschiedlichen Sprachen angeboten werden. Das ist schon was sehr Besonderes von der Stadt, dass sie vor 10 Jahren beschlossen hat, dass eben wirklich in jeder Grundschule eine Schulbücherei sein soll. Oft kriege ich auch die Rückmeldung, dass die Schüler das auch so als ein bisschen Wohlfühlort wahrnehmen, also genau. so ein ganz eigener Raum an der Schule irgendwie. Ja. Wir sagen das auch immer wieder den Eltern, was für ein Geschenk der Stadt es bedeutet, dass die Kinder so eine Bibliothek zur Verfügung gestellt bekommen, ohne irgendwo hinzukommen. Wir beziehen auch die Kindergärten inzwischen mit ein, die im Quartier sind, mit denen wir Kooperation machen. Die kommen auch und dürfen sich auch die Erzieherinnenbücher mitnehmen. Es gibt kein Kind, das da nicht gerne hingeht. Wer ist an der durchgängigen Sprachbildung beteiligt? Mit dabei sind alle Akteure der frühkindlichen sowie der schulischen und außerschulischen Bildung. Auf Sprache zu setzen und auf Kommunikation zu setzen, ist nie ein Fehler, weil dadurch können wir eben Brücken bauen. Also auf jeden Fall kann man abraten zu glauben, man könne es als Kommune alleine machen. Es geht nur in Zusammenarbeit mit dem Schulbereich, mit den Schulen, mit der Schulverwaltung. Und es geht nur in Zusammenarbeit mit den Institutionen und den aktiven Personen in den Modellverbünden, in den Stadtteilen. Und die Schule, das glaube ich auch, versteht sich da in zunehmender Offenheit. Das schätzen die Schulleitungen hier auch. Auch andere Ansprechpartner außerhalb des Systems den Kindern verfügbar zu machen und damit das Lernen zu bereichern. Also diese Kooperation, die finde ich, die hat sich sehr gut entwickelt. Es ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass wir uns austauschen. Wir hinterfragen das nicht mehr, sondern wir wissen, wenn wir uns sehen, dann geht wieder was, dann hat wieder einer eine Idee und bereichert den anderen. Also unsere Kinder sind manchmal einfach sprachlos, buchstäblich. Also die können nicht was erzählen. Warum können sie es nicht? Nicht unbedingt, weil sie vielleicht mit geringen Deutschkenntnissen noch ausgestattet sind, sondern auch, weil niemand mit ihnen spricht am Wochenende. Also, und das finde ich, wir können das nicht ganz auffangen. Aber wir können Impulse und Orte schaffen, an denen die Kinder das Gefühl haben, in denen wir ihnen das Gefühl geben, jetzt hören wir dir zu. Weil das ist ja auch eine Herausforderung, nicht zu sagen, mir ist das zwar ein Herzensanliegen, aber was ist mit dem Rest des Teams, sondern dass das ganze Team mitgeht und dementsprechend eben auch ein Stück weit geschult wird oder Materialien bekommt dazu oder Anregungen dazu bekommt.
Wir als Träger, glaube ich, haben die Aufgabe, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch motivieren, weil das bedeutet im Einzelfall immer im Alltag auch einen zusätzlichen Aufwand. Und wir müssen, glaube ich, dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, unter denen tatsächlich Sprachbildung erfolgreich funktionieren kann. Die wichtigste Voraussetzung ist natürlich, dass wir pädagogisches Fachpersonal haben, die sprachlich gut gebildet sind, die wissen, wie sie die Kinder ansprechen, die Sprechanlässe schaffen. Und das ist natürlich für eine Kommune, wenn schon mal Geldgeber da sind, Förderer, einfacher dann sozusagen den Rest zu finanzieren. Also die Stadt trägt den Größteil, das ist gar keine Frage. Wir machen eigentlich einen relativ kleinen Anteil, nur was wir zahlen, wir Stiftungen. Aber trotzdem ist schon mal jemand im Boot, der sagt, ich finde das eine tolle Idee und ich gebe dafür auch finanzielle Ressourcen. Es bringt natürlich viel mehr, wenn viele in einem Boot sind, unterschiedliche Expertise einbringen können und auch dafür Sorge tragen, dass tatsächlich das Wort durchgängig bei der Sprachbildung auch mit Leben gefüllt wird. Es ist ja ganz viel Elternarbeit auch und da sind wir sehr stark, auch mit Unterstützung der Stadt teilweise, dass wir ein sehr ausgeweitetes Elternbildungsprogramm haben, auch für die Schulen, für die Kitas organisieren da die Elternarbeiten, dass die Expertise einfach da war, auch Elternarbeit zu machen. Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft und da hat jeder seinen Beitrag zu leisten. Die Kindergärten, die Kitas, die Schulen, aber auch das Elternhaus. Und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das ist das Beste, was den Kindern überhaupt passieren kann. Wie kriegt man das in der ganzen Stadt umgesetzt? Eine Steuergruppe leitet auf der Grundlage von Qualitätssicherung das Gesamtvorhaben. Mitbeteiligt sind hier alle wichtigen Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft, Arbeitswelt, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Als Beirat dient eine stadtweite Expertinnengruppe aus Verwaltung, Wissenschaft, Träger der Jugendhilfe, Gesundheitsbehörden und weiteren Bereichen. Die konzeptionell inhaltliche Arbeit leistet eine Konzeptgruppe, in der alle zentralen Bildungsbereiche vertreten sind. Der Prozess in den Modellverbünden wird von einer Projektsteuergruppe koordiniert. Mit dabei sind die Leitungen und Sprachfachkräfte aus den beteiligten Einrichtungen. Wie kann man all das umsetzen? In Freiburg wurde klein angefangen. Zunächst mit Kindern von 0 bis 10 Jahren und modellhaft in zwei Stadtteilen. Innerhalb des Stadtteils stimmen sich alle Bildungsakteure ab, besonders am Übergang von der Kita in die Grundschule. Ziel ist es, die Modellverbünde bis 2030 auf die gesamte Stadt auszuweiten. Durchgängige Sprachbildung. Was ist wichtig, um durchgängige Sprachbildung in einer Kommune aufzubauen? Afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du schnell sein willst, dann geh alleine, aber wenn du weit kommen willst, dann geh mit den anderen. Ich brauche ein ganz klares Bild davon, was ich eigentlich erreichen will. Ich brauche auch eine Vision, also es darf auch ein bisschen unschärfer sein. Ich brauche Akteure, die begeistert mitmachen wollen. Die Kinder und die Eltern, die muss ich irgendwie auch so in den Koffer mit reinpacken. Partizipative Grundhaltung. Wir haben nicht einfach eingeladen zu einer Auftaktveranstaltung, sondern wir haben vorher diese ganzen Einzelgespräche geführt oder Vorgespräche geführt und haben eben auch einfach erstmal gehört, was gibt's denn schon. Wirklich wichtig ist, dass die Dinge, die da entstehen, von unten entstehen. Viele Lösungen sind ja schon da, ich muss sie nur intelligent zueinander bringen. Dann brauche ich eine Gremienstruktur. Bildungsmanagement braucht Strukturen, also Projekte, dafür brauchst du Menschen. Und wenn du für Nachhaltigkeit brauchst du Strukturen. Also wir müssen auch institutionelle Strukturen aufbauen, wie zum Beispiel durchgängige Sprachbildung ist ein Thema im Leitbild der einzelnen Institutionen. Durchgängige Sprachbildung ist ein Regeltop in den Teamsitzungen oder Lehrerkonferenzen und so weiter. Eine Qualitätssicherung, um zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg? Dann ist es auch gut, eine pädagogische Hochschule, also Wissenschaft dabei zu haben. Viel Geduld, einen langen Atem und so Akzeptanz. So eine Riesenpackung Akzeptanz muss ich mitnehmen. Das ist so der Rescue-Kit. Und
Und Geld brauche ich natürlich auch. Ich brauche eine personelle, aber auch eine finanzielle Ausstattung dafür. Ich brauche Ressourcen. Es braucht noch was ganz Besonderes. Es braucht tatsächlich den politischen Willen dazu. Das macht den Koffer so richtig prall. Eine starke Organisationseinheit, die in der Lage ist, all diese Fragestellungen zu organisieren, zu strukturieren, zu managen, zusammenzuführen und dann auch in der Umsetzung zu begleiten und zu unterstützen. Und wenn man sich verständigt hat, dann muss man aber auch klar und deutlich sagen, den Weg gehen wir jetzt 10, 15 Jahre. Es gibt so viele Kommunen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, wie wir. Es liegen gute Erfahrungen vor. Ich möchte auch anderen Mut machen. Es lohnt sich, da zu investieren. Wenn es um den Bereich Kita geht, wenn es um den Bereich Sprachbildung geht, glaube ich, ziehen wir alle an einem Strang. Und das Schöne ist, wenn dann nicht nur die freien Träger, sondern auch die Stadt Freiburg mit an diesem Strang zieht, weil dann können wir am meisten erreichen. Ja, da denke ich auch. Gemeinsam, ich glaube, in der Gemeinsamkeit liegt die Stärke. Durchgängige Sprachbildung.